Servus und herzlich willkommen zum Race in Jeddah. Los geht's! Volle Kanne aus dem Start raus. Ganz gut weggekommen, vor mir der Max, der Hundling. Hängen wir uns rein, fahren wir mit. Ist schon brutal schnell, jetzt geht's hier oben raus. Ich bin schon ordentlich am Kämpfen. Jo, und hier habe ich es leider ein bisschen verkackt. Kurz vorm Lenkpassage ein bisschen zu wenig Körner gehabt und konnte nicht mehr ganz den Pace halten. Ich bin jetzt hier so ein bisschen weiter im hinteren Feld platziert, leider. Ja, geile Downhills, schnell, Dusty. Man sieht hier richtig, wie ich ein bisschen weiter hinten bin. Oder Sagan hier leicht am Struggeln. Boah, lassen wir den alten Herrn lieber mal vor. Der wird schon wissen, was er macht. ja, hier über den Jump richtig. Relativ viele Fans eigentlich auch da. Hier gibt es so ein enger Switchback-Anstieg. Übelst hier hart zu fahren. Vor mir der Julian Schell, Kollege, auch ein Deutscher. Aber er ist echt brutal hier über die Rocks hoch zu. Ist schon richtig Pain. Runter, ich fahre hier schön mit Chicken Line. Ich weiß nicht, man hätte vielleicht schon auch rechts fahren können. Aber irgendwie hält sich da auch die Waage. Hier Rob. Der Sprung ist aus meinem Instagram-Post bekannt. Er läuft. Jetzt muss ich hier mal hoch. Achter Imbus! Jo, Imbus! Jetzt ein achter Imbus. Imbus! Imbus, Imbus, Walter Egger. Mein Scheitwerk ist leider ein bisschen verrutscht. Das sollte man auf jeden Fall bei der Transmission darauf achten, dass man nach der Imbus immer maximal anknallt, dass das Schaltwerk einfach auf der Stelle bleibt. Da habe ich irgendwie ein bisschen geschludert im Vorfeld. Der Paul Scheel hilft auch ordentlich mit. Voll geil, dass der jetzt hier stand, auch als Rennfahrer. Da ein bisschen eingesprungen und mitgeholfen. Weltomat hilft auch mit. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Die Reise kann weitergehen. Let's go! Ja, die Strecke hier in Jeddah ist echt geil. Also jetzt fahren wir relativ technisch und auch runter. Ganz anders als die Strecke in Deutschland. Einfach rein auch vom Untergrund her. Ja, jetzt bin ich ja natürlich durch den kurzen Aufenthalt in der Tech-Zone ein bisschen zurückgeworfen worden. Ich habe jetzt einen relativ stabilen Rhythmus und knall eigentlich hier Position für Position vor. Hallo, kurze Flasche. Ja, lecker. Schön vom Mainstream ein bisschen was gönnen. Schön Schwung benehmen hier und chuck wieder über den heutigen Climb hoch. Also hier ist echt eine Qual einfach nur. Schön verkackt auch nochmal kurz den Fuß gesetzt. Yolanda Neff feuert mich an. Premium-Fan. Fand ich geil. Ja, hier Matis Assaro ist es, glaube ich. Hänge ich mal kurz rein. Attackier direkt vorbei. Das ist jetzt auch schon die. Ich glaube, das ist die letzte Runde oder vorletzte zumindest. Ja, nochmal schön powern. Alles rausholen. Jump. Und um die Ecke. Schön Speed da hoch. Letztes Mal hier hochknechten. Hier geht es in den. Berüchtigten steinigen Anstieg da über die letzten Dinger drüber. Haben wir schon ein paar Mal gesehen. Und jetzt hier Finale. Wir heizen jetzt hier nochmal all out. Schür ich da jetzt nochmal an Jens Schürmanns ran. Den ich jetzt im gleichen einhol, kurz vor der Zielkurve, aber dann hat es leider nicht mehr ganz gereicht, den auch abzuschroten. Und der hat gar nicht gecheckt, dass er jetzt machen soll. Ich hatte dann aber noch ein bisschen Probleme mit der Schaltung, weil wir halt nur so kurz vor Kamp so Push-O-Mäßig halt in der Wechselzone eingestellt haben. Markus. Ja, wie immer, wenn es euch getaugt hat, machen wir das gerne nochmal.